voll, in die Presse. Voll, Presse. Voll, Presse. Voll, Presse. Wir sind auf Sendung, du Vogel. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist: Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres völlig verrotzten Presse- und Medienpodcasts Voll in die Presse. Der Prollo, der hängt irgendwie so halb unter seinem Auto sitzen, weil er da irgendwas im Speedrausch verloren hat. Du kannst das gerne gleich nochmal erläutern. Und damit habe ich auch schon gesagt, wer da ist: Prollo Ferrari. Hier bin ich. Unterm Sitz. Ist er wieder aufgetaucht. Beef Rogers. Hallöchen. Und natürlich der gute Herr Sammer. Was ist los? Gut gelaunt wie eh und je. Hat wahrscheinlich wieder irgendwelche total juristischen Themen vorbereitet oder irgendwas mit Zahlen. Da steht er ja auch so ziemlich drauf. Heißen Scheiß. Heißen Scheiß, ja. Aber bevor du damit einsteigst, würde ich sagen: Ein Hoch und ein dreifaches Trompetensolo. Es hat sich ausgetrumpt. Der blonde Engel aus dem Weißen Haus ist fort. Der blonde Engel. Für mich ist das der dunkle Lord. Na gut, mir fiel jetzt auf die Schnelle keine bessere Beschreibung aus. Und ich muss sagen, bei der Amtseinführung habe ich mir reingezogen, hätte ich fast ein Tränchen verdrückt. Das war so schön, dass auf einmal alles wieder so scheinbar natürlich nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Im Untergrund rumort wahrscheinlich schon längst die Revolution. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ja, das ist wie wenn dir die Toilette verstopft. Die ganze Etage ist voller Scheiße und dann kommst du, ja, Verstopfung ist beseitigt. Ja, da hast du dann auch nichts von. Also ich würde bei dieser Analogie gerne bleiben wollen und sagen, da ist noch einiges wieder aufzuräumen. Also die Kacke ist übergelaufen. Ja. Okay. Und was ist jetzt der Biden? Ist der jetzt so ein Pömpel oder was? Der amerikanische Ausdruck ist ja the shit hits the fan und ich finde, das ist eine unfassbar anschauliche Redewendung, da, wo sich jeder was drunter vorstellt. Ich finde auch und ich finde, die liebe ich auch, die kenne ich auch aus meinem Highschool-Jahr und ich liebe sie seitdem, vor allem wenn man sich das bildlich vorstellt, dass so ein Haufen Kacke nach oben in so ein, die haben ja diese Deckenventilatoren fliegt und dann einmal so splash. Ach, herrlich. Da sind wir doch wieder richtig schön gemütlich eingestiegen. Ja, schön, das ist ja auch gleich mit Fäkalsprache losgeht bei uns. Also ich möchte gleich die Gelegenheit nutzen, dass der Ben hier das Ende des Trumpismus eingeleitet hat, angekündigt hat, verkündet hat. Nutzen, das fand ich einfach so geil. Es ist doch so, das hat ja jeder wahrscheinlich jetzt mitbekommen, dass es Tradition ist. Das ist etwas, was ich auch irgendwie schon wieder vergessen hatte, weil es in der Vergangenheit nicht so wichtig war. Es ist Tradition, dass der alte Präsident dem neuen Präsident eine Notiz auf seinem Schreibtisch hinterlässt. Eine Notiz, in der alles Mögliche drinsteht. Und Donald Trump hat ja eigentlich die Angewohnheit, mit allen Traditionen, mit allen Guten vor allem zu brechen. Ist auch irgendwie zur Inauguration nicht gekommen. Und jetzt hat man sich gefragt, wird er diese Notiz auch schreiben? Der hat seinen Arsch kopiert. Und er hat es getan. Und jetzt, bevor ich jetzt hier mal auf ein paar wirklich witzige Twitter-User-Stimmen eingehe, möchte ich euch mal fragen, wenn ihr jetzt mal euch so vorstellt, ihr seid Trump und so ein bisschen überspitzt, was hättet ihr dem Joe Biden für eine Notiz hinterlassen? Ja, ich bin ja schon vorgeprescht und habe meinen Beitrag bereits eingebracht. I'll be back. Ja. I'll be back, ja, nicht schlecht. Ich habe nur ein Bild gesehen, wo er irgendwie, was war das denn? You don't deserve it oder irgendwie sowas. So ein Einzeiler. Ich kann ja mal schnell so ein paar schöne Zitate von Twitter-Usern durchgeben. Also, das geht los mit: Joe, du weißt, ich habe gewonnen. Das war's. Ja. Und Joe, du verdienst es nicht, hier zu sein. Oder Biden soll es sich im Weißen Haus nicht zu gemütlich machen. Wir werden die großartigen und unglaublichen Beweise für den Wahlbetrug bald mit meinem Plan für die Gesundheitsversorgung veröffentlichen, heißt es in einem Brief, den die Twitter-User da so sich ausgedacht haben. Oder auch: Bitte gib mir meinen Twitter-Account zurück, ich habe nichts anderes mehr. Oder auch schön und passend irgendwie zu dem, wie wir die Sendung begonnen haben: Ich habe in die Schreibtischschublade gekackt.
eine Version, die mit krakeliger Kinderhandschrift geschrieben ist. Und die nächste Stimme ist, du kannst nicht mal, Joe, ich habe haushoch gewonnen. PS, die Toilette spült nicht. Und da waren wir auch schon irgendwie bei dem Thema heute, der liebe Prollo. Und wieder ein Kind, das ja irgendwie, Trump ist ja ein großes Kind, insofern immer die Kinder, die da sprechen auf Twitter. Ich bin wütend auf dich und ich werde heute und morgen nicht mehr mit dir reden. Ja, das waren so ein paar Beispiele, die Twitter-User sich ausgedacht haben. Und ja, ich find's schön, dass er weg ist und schön, dass man da jetzt so befreiend über solche Dinge seine Witze machen kann. Und ja, apropos Witze, die Geschichte war ja, bevor er seinen letzten Tag hatte, in den Medien, dass Trump angeblich nach Schottland fliegen will zum Golfspielen. Er hatte ja zwei Golfplätze sogar. Und die schottische, wie heißt sie da, Premierministerin wahrscheinlich, hat aber dem einen Riegel vorgeschoben, indem sie gesagt hat, keine unnötigen Reisen ins Land sind erlaubt wegen Corona und Golf ist sicherlich nicht ein triftiger Grund, um hier einzureisen. Und er ist ja nun auch nach Florida geflogen, konnte man alles sehen, spielt jetzt da Golf. Aber die Schotten wären ja nicht die Schotten, wenn sie da nicht noch einen draufsetzen würden. Was ich jetzt in dem Zusammenhang gelernt habe, in dem Artikel der Welt, ist, dass Schottland das Mutterland des modernen Golfsports ist. Das wusste ich nicht, aber es liegt auch daran, dass ich mich nicht für Golf interessiere so richtig. Aber die haben das wohl so salonfähig gemacht. Da gibt es tausende von Golfplätzen, sehr erlesen. Und deswegen geht man davon aus, dass der Trump bestimmt da bald wieder zum Golfspielen kommen möchte. Und um ihn davon abzuhalten, hat eine schottische Brauerei namens Brewdog eine Online-Petition gestartet, die sehr, sehr viele Unterschriften schon hat, um den nächstgelegenen Flughafen, bei dem er eigentlich dann landen würde. Ich gucke auch gleich Glasgow-Prestwick, das ist der Flughafen da in der Nähe, einigermaßen einleuchten, den umzubenennen in Joe Biden International. Und sozusagen dem Trump auf jeden Fall ist zu vermiesen, seinem Privatjet-Piloten zu sagen, bitte flieg mich nach Joe Biden International, ich will Golf spielen. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich fand's witzig. Ja, sehr schön. Ja. Ja. Witzig finde ich allerdings nicht, dass mein Mund total trocken ist. Ich weiß nicht, ob man das schon hört, deswegen reiß ich jetzt mal. Das liegt daran, dass du keinen Alkohol trinkst im Moment. Ja, das bleibt auch noch leider eine Woche so. Deswegen habe ich mag ja sehr gerne Heineken und habe ich gestern Abend noch jetzt im Auto gekühlt mal ein Sixpack Heineken 0% gekauft. Das schmeckt gar nicht so schlecht. Ich habe mir gestern Abend dann eine reingeballert. So eine kleine Trainingshülse, sind nicht besonders groß, die Dinger. Ja, aber das schmeckt bestimmt besser als deine Joghurtschlotze, die du da beim letzten Mal mitgebracht hast. Da hast du mit Sicherheit recht. Also die war, ich habe da noch so einen angebrochenen Becher irgendwie zwei Wochen im Kühlschrank gehabt und den einfach diskret in den Müll geschmissen. Also das war schon. Also ich mag ja Ayran gerne, wenn ich so Döner essen gehe, gebe ich zu. Also was ich habe, muss ich zugeben, ist kein Flaschenöffner. Ja, ich habe ein Feuerzeug. Ich habe auch nichts dergleichen hier. Was? Selbst mein Schlüsselbund ist ungeeignet. Ich muss gleich mal auf euch zurückkommen. Ah. Ja, sowas fehlt mir noch am Schlüsselbund. Schön, so ein schöner kleiner. 0-0, so wie es draufsteht. Ja, das ist auch wirklich 0. Also das könntest du sogar trinken, wenn du jetzt schwanger wärst. 0-0. Ein Headbanger, ich bin doch schwanger. So. Apropos, ich mache ja hier über meine Binanza-Seite auch immer so kleine Flaggenvideos. Gestern Abend habe ich eins veröffentlicht, wer die größten Bierexportländer der Welt sind. Was glaubt ihr denn? A, wer ist die größte Exportnation und B, wo steht Deutschland? Nur mal so als kleines Wissens. Export. Es geht nur um Export, ne? Export. Also nicht um die Biersorte. Ich kann euch auch sagen, wer am meisten säuft. Die sind auch in den Top 10, aber nicht ganz oben. Irland. Also es. Irland exportiert am meisten? Nee, säuft am meisten. Also ich meine mich zu erinnern, dass, ich weiß nicht, ob es im Saufen oder im Exportieren, aber ein asiatisches Land war es, glaube ich. Ich meine, wir hätten doch schon mal im Podcast über sowas gesprochen. Ja, lustigerweise, da es um Exporte geht, waren die da nicht dabei. Und ich kann es ja mal auflösen. Im
Exportieren ist Mexiko mit fast 30% Weltmarktanteil ganz vorne. Also Corona und so weiter muss da wahnsinnig gefragt sein. Deutschland ist, was schätzt ihr? Ach, Export, glaube ich, eher. Also eher zweistelligen Bereich. Irgendwie nee, die sind in den Top Ten. Das ist okay. Verrate ich. Ja, okay. Fünf ist gut. Sieben. Ich war mit meinem Zweistelligen schon. Ja, dann bist du raus. Ja, vier. Vierter Platz. Okay. Deswegen komme ich drauf, hinter Belgien und Holland oder Niederlande. Die sind auf Platz zwei. Also es wird wahrscheinlich sehr viel Heineken getrunken. Und im Saufen sind die Tschechen der Weltmeister. Und zwar doppelt so viel als der Zweitplatzierte. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Die Deutschen waren es nicht. Und die sind aber beim Export, die haben auch leckeres Bier, nur auf dem 9. Platz. Siehst du mal. Ja, sowas mache ich, wenn mir langweilig ist. Prost. Ja, Prost. Prost. Ich klopfe mal gegen die Scheibe. Naja, das schmeckt auf jeden Fall besser als Eierrandschlotze oder Eierschlotze. Jojo-Schlotze. Jojo-Schlotze. Wenn die Jojo-Schlotze der Fan hittet, dann sieht das ja auch übel aus. Ja, ich hab zum Trump, sehe ich gerade, ich habe noch so ein paar andere Artikel dabei gehabt, aber die ziehe ich jetzt zurück, weil man da tiefer einsteigen muss und vielleicht lassen wir den Vogel auch einfach mal hinter uns. Aber es geht so im Groben darum, dass seit Trump weg ist, eben auch der Quotenstar des amerikanischen Fernsehens eigentlich weg ist. Und das leuchtet ja einigermaßen ein, weil ich hatte mir letztes Mal gedacht, wir müssen ein bisschen mehr so mit Medien vielleicht. Deswegen habe ich mal Medien gegoogelt und da kam auch wieder Trump und auch seine Haussender, Fox News und auch so ein paar noch rechtsgerichtetere Sender, die haben jetzt natürlich den Zwang, sich da ein neues Standing im Endeffekt oder ein neues Zugpferd aufzubauen. Und was man sagen muss, ist, dass da wirklich sehr besorgniserregende Entwicklungen gibt bei so richtig radikalen Sendern, die total auf dem Vormarsch sind. Also da ist Fox News wahrscheinlich noch gesetzt dagegen. Ich müsste nachgucken, aber die reißen da wohl gerade alle Quoten und nehmen es natürlich mit der Wahrheit auch nicht so genau. Die haben als Anchorman irgendwelche oder Anchorwoman irgendwelche Leute, die Verschwörungstheoretiker sind, QAnon-Anhänger und so. Also wenn die dann so einen größeren Marktanteil auch bekommen, also da hat der Prolo schon recht, die Scheiße kocht da wahrscheinlich auch weiterhin über und der Biden hat einen echt harten Job. Jetzt in den nächsten Monaten, oder was meinst du, Beef? Ja, das war ja aber auch, glaube ich, in den letzten Tagen ja auch so ein bisschen Tenor in den Medien, dass auch die 4 Jahre da von Biden, die sie jetzt für ihn erwarten, dass er also keine zweite Amtszeit dranhängen wird, jetzt unabhängig von irgendwelchen Wahlen, dass er das in den 4 Jahren nicht alles wird reparieren können und dass, ja, aber die Probleme, das wurde ja auch schon ein bisschen darauf hingewiesen, dass die Probleme ja, also nicht nur mit Trump gestartet sind, sondern dass da ja viel alter Kram noch dann hochkommt. Da war dann Trump eher nur so die ja offensichtlichste Ausgeburt am Ende des Tages, aber nicht jetzt so der Grund für alles. Ja, richtig. Das, der dunkle Lord, der hat das Ganze noch so richtig nach oben gebracht, was aber sicherlich schon seit, also wahrscheinlich Jahrzehnten in der Bevölkerung oder in einigen Bevölkerungsteilen so wabert. Also das ist, Trump hat es nach oben gebracht und hat viele Dinge salonfähig gemacht, dass man sie aussprechen kann, dass man die Leute beleidigt und sonst wie ruppig angeht, aber die Probleme liegen auf jeden Fall tiefer. Ja. Ich möchte zum Thema Probleme, habe ich auch einen kleinen Verbraucherbeitrag. Ich bin ja der Name Prolo Ferrari, steht ja hier für Verbraucherschutz. Und man kennt das von zu Hause, ja, man im Bemühen, die Ehe ein bisschen aufzupeppen, kauft man auch mal was ein, was Besonderes. Und Probleme bekommen mitunter die Herrschaften, die sich für einen Peniskäfig entschieden haben, also so eine Art Peniskeuschheitsgerätschaft, die gibt es offenbar. Und auch da, auch beim Keuschheitsgürtel ist Sicherheit ein wichtiges Thema. Es ist nämlich so, dass es gibt ja ein offenbar recht populäres Gerät, das sogar sich per App öffnen lässt. Ja, dann kann dann die Ehefrau oder die sonstige gespielen, ja, drückt dann den Knopf, wenn es soweit ist oder was auch immer. Kann man sich ja dann ausmalen oder im Internet mal nachschauen, wie sowas geht.
Und die App kommuniziert allerdings unverschlüsselt und sicherheitstechnisch scheint das Gerät wohl eher ein Albtraum zu sein, sodass es nun auch nicht lange dauerte, dass Hacker auf den Plan sprangen. Den Penis gehackt haben. Richtig, der Penis gehackt und 0,02 Bitcoin, zur Zeit dieses Artikels Mitte Januar 630 Euro etwa, kostet es, das gute Stück wieder freischalten zu lassen. Sicherlich. So mit dem Schuh drauf. Ich habe natürlich ans Öffnen gedacht. Aber nein. Also der Abend ist wahrscheinlich dann an der Stelle auch ruiniert. Der Hersteller weist aber darauf hin, dass man auch über die Hotline natürlich das Ding sich öffnen lassen kann. Oder es gibt sogar offenbar ein Video, wie man es auch mit einem Schraubendreher notfalls aufkriegt. Ja, und dann gibt es auch wieder diese schönen Krankenhausreport. Richtig. Also zumal die Ransomware, um die es sich da handelt, die auch passenderweise Chastity Lock heißt, ist mittlerweile auch geleakt. Das heißt, die Rettung ist nah, sollte jemand, der Hörer, noch mit so einem Ding zu Hause rumlaufen. Rumlaufen vor allem. Ja, aber ich habe mal eine Frage. Ja. Ja. Oder hast du dieselbe Frage? Das weiß ich nicht, das wird sich gleich mal ausweisen. Wir waren ja eben schon auf der Toilette. Wie macht man denn das, wenn das Teil gelockt ist? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe mir das jetzt, ich hatte Angst, dass ich Dinge sehe, die ich nicht mehr aus dem Kopf kriege und habe das jetzt nicht im Detail gegoogelt. Aber es handelt sich um einen Peniskäfig, wie hier steht. Also da kommt... Ich glaube, dass der Punkt ist, dass der, ich sag mal, zu den Grundbedürfnissen vielleicht noch zu gebrauchen ist, aber eben nicht zu weiteren Unterhaltungszwecken, sage ich mal. Wie stelle ich mir das jetzt vor? Also das ist jetzt nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, also das ist irgendwas Metallenes oder was auch immer? Ja, nehme ich mal an. Also ihr interessiert euch sehr dafür. Vielleicht bestelle ich euch das Ding einfach mal nach Hause. Kann das auch Selfies machen? Also tatsächlich, ich lese mal hier vor, der elektronische Keuschheitsgürtel lässt sich über eine App verschließen und öffnen. Das übernimmt in der Regel der Sexualpartner. Was man damit jetzt anfangen, weil wollte ich da gar nicht ins Detail gehen, sondern euch lediglich warnen, wenn ihr so ein Gerät zu Hause in Betrieb nehmt, immer auf die Sicherheit achten. Ja, das betrifft nicht nur elektronische Türschlösser, sondern eben auch die anderen Seiten des Lebens. Ich stelle mir das auch schmerzhaft vor, wenn man quasi schon in freudvoller Erwartung ist und das Ding nicht aufgeht. Das ist ja dann auch blöd. Ja, das ist wahrscheinlich auch so der Reiz des Ganzen. Die freudvolle Erwartung, bis die Dame endlich den Knopf drückt. Ja, ja. Aber dann geht es quasi in die Hose. Ja. Dann hat der in den Käfig. In den Käfig. Apollo, du schuldest uns aber auf jeden Fall für die nächste Folge eine genauere Beschreibung von dem Ding. Weil das, also wie bitte soll das Ding aussehen? Also Und ich finde, du solltest auch ein vertontes Video hier. Ja, T-Shirt-Käfig. So ein Eigenerfahrungsbericht. Ja. Ich, wie gesagt, ich so als echter Verbraucherschützer muss man da auch mal den sauren Apfel beißen. Vielleicht gibt es ja auch schon Stiftung Warentest irgendwas zu. Ja. Peniskäfige. Ja, vielleicht, ich guck mal, ob es einen Vergleich gibt. Ja, welche sind sicher, welche und sicher. Ja, Verbraucherschützer, die also wirklich so idealistisch unterwegs sind, Prollo, die testen sowas auch. Also da kann man schon noch ein bisschen, ist noch Luft nach oben bei dir. Mhm. Ja. Das kannst du jetzt nicht so in dem Raum stehen lassen. Nee, ich lasse das. Das fällt ja in sich zusammen letztendlich, das Thema. Ja, als aufrechter Verbraucherschützer. Ja. Gut, gut. Ich lege den Textbeitrag mal zur Seite. Ja. Und wer Fragen hat, kann sich ja in den Kommentaren noch an uns wenden. Apropos Kommentare. Ich habe mir gedacht, weiß ja nicht, wer das jetzt hier alles hört, aber zumindest ist ein großer Prozentsatz davon mit uns ja auch persönlich bekannt. Also wir sind ja jetzt auch nicht so überregionale Stars, wie wir es gerne sein würden. Nicht? Also. Ich fürchte, die Zahlen sprechen ja nicht unbedingt für uns, aber die uns kennen und gerne einen Kommentar ablassen würden, die sollen uns einfach mal per WhatsApp eine Sprachnachricht schicken. Dann könnten wir die hier einbauen. Wir hören sie uns natürlich vorher an, reagieren drauf, aber können die dann für die anderen Hörer einbauen. Das fände ich voll cool, wenn es so eine Beteiligung gäbe. Und dann entsteht da vielleicht auch ein ganz, ganz lustiger Dialog. Und dann könnt ihr auch gerne immer über den Prollo Ferrari herziehen. Das sicher ist auch ausdrücklich erlaubt. Der steht da auch ein bisschen drauf. Wenn wir Post kriegen, bin ich da gerne zu bereit, mich da dissen zu lassen. Okay. Vielleicht gibt es ja auch einen Peniskäfigträger hier unter unseren Hörern. Und kann dann mal so live berichten. Man weiß ja nie. Ja. So, sind eigentlich die Mädels weg, die die ganze Zeit beim Walkie-Talkie ums Auto geschlichen sind? Ja, die sind schon vor einer Weile verschwunden. Ich habe ein bisschen gedacht, das ist hier die Corona-Polizei, dass sie uns jetzt hier gleich anzeigen, weil wir hier in drei Autos verdächtig nebeneinander stehen. Nun die denn? Waren vom Alter her, glaube ich, eher so in Richtung Bibi und Tina, also weiß ich nicht. Ja.
Der Beef, wo beim war Beef Sabrina? Zuckt die Unterlippe schon. Ja, Corona, das ist ein ganz schönes Thema. Also, das ist jetzt falsch, schlecht formuliert. Ein schönes Thema ist es möglicherweise nicht. Aber es ist, ich lustig. Nutze es mal als Übergang. Ja, lustig. Nee, nicht wirklich. Ist auf jeden Fall ziemlich viral gegangen in letzter Zeit. Ja. Ja. Sehr schön. Nee, ich habe im Prinzip einen Bericht gelesen, das sind zwei Berichte letzten Endes, dass also Corona auch an ganz ulkigen Stellen Auswirkungen hat, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hätte. Und was ich auch ganz schwierig finde, ist, dass einerseits es von Pokémon Go jetzt eine Pokémon Stay-at-Home-Variante gibt. Also auch das ist quasi Corona-konform, dass man nicht mehr umdrehen kann, quasi in der Freiheit sich herumbewegt, sondern dass das jetzt nur noch quasi mehr oder weniger zu Hause stattfindet und Microsoft die Realwelt-Minecraft-Version einstampfen musste. Das ist auch eine direkte Corona-Folge, weil das tatsächlich Minecraft Earth, gibt es auch die Variante, das ist diesem Pokémon To Go quasi nachgemacht und und das ist jetzt leider, wird zum 30.06. jetzt auch zu Grabe getragen und das ist natürlich ein ganz bittere Folge von der Corona-Pandemie und weiß nicht, ich finde das irgendwie ganz ulkig. Finde aber noch ulkiger witzigerweise, dass eben Pokémon Go, dass die tatsächlich umgeswitcht sind und da die andere Variante gewählt haben. Ja, ich fand jetzt schon Pokémon Go von der Spielidee her eher befremdlich, wo ich so dachte, naja, aber jetzt Pokémon Stay at Home, also finde ich nochmal drei Stufen sinnloser. Sind wieder da, ja. Mit Walkie-Talkies im Anschlag. Ich muss den Beaver jetzt doch nochmal fragen, also ich oute mich jetzt hier als Nicht-Computerspieler. Kannst du das ein bisschen erläutern, was da die Spiele überhaupt ausmacht? Ja, also die Kernidee ist, dass du quasi mit dem Handy in der Hand durch die Gegend rennst, in deiner Stadt, in deiner Region und da dann bestimmte Ziele definiert bekommst. Das heißt, das sind Sachen, die einzusammeln sind oder bestimmte Pokémon-Figuren quasi, die du dann einfangen kannst und dann kannst du dich natürlich dann mit anderen Spielern vernetzen, bist dann auch wieder in so einem Ranking. Das ist so die Grundidee des Ganzen. Also die Idee ist, und das ist ja damals auch, wo das eingeführt wurde, so ein bisschen kontrovers diskutiert worden, müssen jetzt Kinder quasi mit einem Computerspiel animiert werden, rauszugehen? Oder können sie das nicht auch irgendwie mit dem Walkie-Talkie. Ja, oder auf die, genau, so auf die, ich eher mal so im Oldschool-Variante machen, dass sie einfach rausgehen halt. Und das war ja seinerzeit so ein bisschen die Kritik an dem Ganzen, dass er gesagt hat, naja, jetzt wird das Computerspiel quasi noch nach außen getragen. Und dass jetzt dieses Minecraft Earth, was ich dann hinten dranhängen wollte, dass das jetzt da einfach gescheitert ist, geschenkt. Aber dass es jetzt eben diese von Pokémon diese Stay-at-Home-Variante gibt, wo du dann quasi durch deine Wohnung taperst und da dann irgendwelche Pokémon-Figuren einsammelst, da entzieht sich dann auch für mich, also da, weiß nicht, das scheint zu funktionieren. Sie sind auf jeden Fall noch im Thema und müssen offensichtlich nicht eingestampft werden, in Anführungsstrichen. Aber das ist halt so der Punkt, wo ich so für mich auch die Frage stelle, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist. Und Pokémon Go, nur mal jetzt mal so nochmal als Nachfrage von mir, das hört sich jetzt nicht so nach einem wahnsinnigen Gemeinschaftsevent an. Wieso kann ich jetzt hier als Einzelner nicht durch die Straßen rennen und Das stimmt, glaube ich, so nicht, weil bei dem Pokémon, also mein Sohn hat das sehr viel gezockt, eine ganze Zeit lang, auch in einem ganzen Urlaub auf Borkum sind wir über diese Insel gelaufen, als auch damals der halbe Rest von den Touristen, die da waren im Herbst, das war so in der Hochzeit vor 3-4 Jahren, da rannten alle da, wirklich auch Erwachsene mit diesen Handys rum und ich habe mich auch ein bisschen drüber lustig gemacht, fand es aber ehrlich gesagt ganz cool, dass man ihn damit wenigstens vor die Tür bekam. Also es hatte, ich finde, es hatte was für sich. Meine Sorge war so ein bisschen Datenschutz in dem Zusammenhang. Da gibt es eben auch diese Pokémon-Hotspots oder so Arenen, ne, so Kampfarenen, wo die sich dann treffen. Und zum Beispiel in Tokio, als ich da rumgerannt bin, bin ich mal in einem Kaufhaus in die Nottreppen gegangen, weil da ganz viel Street Art ist, was ich fotografieren wollte und bin da in so einen Mob von 50 Japanern gerannt, die alle, also so von wegen Gemeinschaftsevent, auf diesen Treppen saßen, weil da so ein Hotspot war und sich dann in dieser Arena da irgendwelche Kämpfe geliefert haben. Also okay, gut, das hatte durchaus vielleicht auch also was Verbindendes. Wie gesagt, du gehst physisch irgendwo hin und triffst dich da aber dann digital quasi, wenn man so ein bisschen übersetzt. Ja, gut, das ist so ich erinnere mich auch an einige Episoden, wo dann diese Hotspots, die wahrscheinlich so ein bisschen automatisiert verteilt wurden, an sehr ungünstigen Stellen waren, weiß ich nicht, mitten auf der Kreuzung etc. Oder im Blumenbeet, und da musste dann gelegentlich mal umprogrammiert werden.
Stimmt, ja. Naja, gut, aber ich denke, es gibt auch Schlimmeres, als diese Spiele zu verlieren, oder? Ja, wie gesagt, also Pokémon Go vs. Stay at Home gibt es ja weiterhin. Also ja. Nee, Schlimmeres gibt es bestimmt. Also ich sage mal, wenn man länger drüber nachdenkt, wird man vielleicht was finden. Aber nee, ich fand das nur so ganz ulkig und finde halt die diesen Pokémon Stay at Home, das ist dann, also da kommt es für mich dann schon so ein bisschen absurd. Also das ist für mich so ein bisschen der absurde Ansatz. Weil wie gesagt, über diesen Pokémon Go-Ansatz, auch wie der Ben das eben sagte, da kann man ja streiten. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Will ich auch gar nicht irgendwie bewerten. Aber das dann zu Hause zu veranstalten, das weiß ich nicht. Das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Aber es funktioniert offensichtlich. Ja, vor allen Dingen, ich kann mir vorstellen, zu Hause, da macht es ja auch wirklich nur Sinn, wenn du dann entsprechend viel Platz hast, wenn du wirklich was Größeres hast. Und ich habe jetzt hier was gefunden, das ist einfach eine traumhafte Überleitung, die ich jetzt hier gerade ausnutzen muss. YouTuber Finn Kliemann kauft das nachweislich kleinste Haus Deutschlands. Also da kann man wahrscheinlich dann das Pokémon Stay at Home eher nicht spielen. Was glaubt ihr denn, wie groß ist das kleinste Haus Deutschlands? Tja, ein Quadratmeter. Wie? Das kleinste bewohnbare Haus, oder? Ja, aber nicht immer so bewohnbar. Ja, muss schon bewohnbar sein, ja, das schon. Also auch so mit eigenem Bad und so, oder Toilette oder was ja, auch immer. Ja, mit den Dingen, die man halt braucht, ne? Keine zum Leben. 10, 12 Quadratmeter, irgendwie so wie so ein IKEA-Ausstellungsraum. Ja, ja. 9 Quadratmeter, sage ich mal. Ja. Ich sage 8,3. Ja, da ist der Prollo, ist sehr nah dran. 7 Quadratmeter. 7 Quadratmeter hat das Haus in Bremens historischer Altstadt im Schnorrviertel, ist es. Das Haus ist, oder die Geschichte des Hauses beginnt 1836 schon. Und es hat, wie gesagt, 7 Quadratmeter, wovon nur 4 Quadratmeter Wohnfläche sind. Rest ist Garage. Und Rest ist Garage. Nee, es hat tatsächlich, eine Kochnische, es hat einen Minischreibtisch, ein modernes Duschbad, eine Toilette und das Einzige, wo man echt mit Abstrichen von bewohnbar sprechen muss, ist die Schlafmöglichkeit, damit man da auch schlafen kann. Ist wohl unter der Decke so ein Boden nochmal eingezogen, wo du dir eine Matratze reinschieben kannst, wo man dann, ich weiß nicht, ob da mit jeder Körpergröße geschlafen werden kann, aber wo dann auch geschlafen werden kann. So ein bisschen wie im Nachtzug, nur dass man eben unten nicht die Mitfahrer, sondern eine Toilette und eine Spüle hat, ja. Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Bett so irgendwie so ein bisschen so senkrecht ist, wie so eine Fledermaus, dass du da so kopfüber hängst irgendwie. Ja, also 7 Quadratmeter, das muss man sich ja mal reinziehen. Ja, wenn nur vier davon nur Wohnfläche sind, ja, das ist ja. Ja dann wirklich überschaubar. Ja, ja, genau. Und der Eigentümer, das ist hier der Ort Wien-Fritzsche heißt der ehemalige, also der das verkauft hat, der hat das schon sehr lange gehabt und dann hat irgendwann die Stadt Bremen wohl mal den Antrag gestellt, daraus eine Toilette zu machen aus dem Haus. Ja? Und da hat er gesagt, nee, das macht er nicht mit. Den Antrag hat er abgelehnt. Und jetzt wollte er es aber halt dann tatsächlich doch verkaufen und hat, was würdet ihr denn zahlen für 7 Quadratmeter für so eine Bude? Wie hoch ist es denn? Ne? Das 46 Stockwerke? Nein, es hat kein weiteres Stockwerk. Also, ne? Okay. Ja, weiß ich nicht. Na, was würde das 50.000. sein? 50.000, sagt der Ben Cartwright. Wer bietet? Also für 50.000 kriegst du wahrscheinlich einen Wohnwagen besser ausgestattet. Ja. Ja, das ist vermutlich so. Aber Schnorrviertel. Ich will euch jetzt nicht hier in Bedrängnis bringen. 77.777 Euro hat der YouTuber dafür hingeblättert. Das ist der Preis, den der Eigentümer haben wollte und wo er auch gesagt hat, das ist keine Verhandlungsbasis, das ist Festpreis. Und zwar argumentiert er einfach, das ist ein Quadratmeterpreis von, ne? Wisst ihr es? Also Die Mädels wollen, glaube ich, erklärt haben, was wir hier machen. Prollo, erklär denen das doch mal. Häng doch mal deinen Kopf aus dem Fenster. Nee, ich drück gleich die Hupe. Wir werden hier belagert. Das erklären wir den Mädels nachher, was wir hier das machen. Das liegt an deinem Lagerbier hier. Die bleiben bestimmt noch. Nein, also es sind natürlich bei 77.777 Euro über 10.000 Euro für den Quadratmeter. Das ist schon eine stolze Summe, würde ich sagen.
Und ja, so ein YouTuber, der vermarktet das natürlich dann auch wahrscheinlich und macht dann da irgendwie, keine Ahnung, lädt sich noch 5 Freunde ein, wenn Corona vorbei ist und macht eine Hausparty. Ja, der Finn Kliman, so heißt der YouTuber, der ist wohl Heimwerker, also der macht da anscheinend irgendwelche Heimwerker-Videos, weiß ich nicht, er ist wohl sehr bekannt, ich kenne ihn nicht, aber ich bin jetzt auch nicht in Sachen Heimwerker auf YouTube unterwegs. Und der will da jetzt richtig mit Ideenreichtum rangehen. Er sucht wohl auch Handwerker, die ihn dabei unterstützen. Ja, einen Fahrstuhl. Das Ding hat sogar einen Keller, Leute. Das Ding hat einen Keller. Was glaubt ihr, wie viel Quadratmeter der Keller hat? 7? 4? Ja, man könnte auf 7 kommen, in der Tat. Nein, 1 Quadratmeter. Ein Keller mit 1 Quadratmeter. Doch so viel. Kriegst du Kiste Bier rein. Ja, ja, das ist nicht das Schlechteste, ne? Also das Haus, da unten drunter ist wohl ein alter Flussarm, der da irgendwie langläuft. Das sieht man nicht mehr so richtig, aber deswegen ist da jetzt heute so ein Glasboden in dem Haus eingebaut. Wenn man runter zum Keller wollte, müsste man über irgendwie so eine schon baufällige Treppe runter. Das wurde mal als Zisterne genutzt wohl früher. Und insofern erklärt sich vielleicht auch, wie da so ein kleines Haus irgendwie entstehen konnte. Das war wahrscheinlich nicht immer als wirklich Wohnhaus gedacht. Aber jetzt schon. Und wir wünschen, denke ich, hier dem YouTuber viel Spaß mit der Hütte. Da wird er sicherlich was Ordentliches draus machen. Die Angebote sind angeblich, haben sich bis USA und China rumgesprochen. Das war wohl also eine Sache, die durchaus Aufmerksamkeit erregt hat. Bei mir nicht, aber es hat es hier in unserem Bus geschafft. Also. Ja, und du lieferst mir mit der Geschichte, dass das Ding einen Keller hat, auch meinerseits eine super Überleitung, denn auch in meinem Artikel, den ich jetzt hier noch heute Morgen gefunden habe, geht es ums Graben. Löcher graben sozusagen, die du ja brauchst, um einen Keller zu haben. Ihr kennt ja alle unseren Freund Elon Musk. Wir haben schon ein paar Mal über seine Tesla-Unterhose gesprochen. Der hat aber noch mehr Firmen in seinem Imperium. Kennt ihr noch mehr Firmen? Es gibt natürlich eine, mit der er stinkereich geworden ist. Wer weiß es? Ich wusste es nämlich zum Beispiel nicht, dass der das ist, aber tja. PayPal. Ach das? Echt? PayPal. Okay. Damit hat er sich gesund gestoßen. Dann natürlich Tesla. Ja, das ist klar. SpaceX, die Raumfahrtgesellschaft, die da irgendwie Raketenstarts schon macht mit über 1000 Leuten. Und eine Firma, also noch mehr, aber eine, die jetzt hier um die es jetzt hier geht, die einen sehr schönen doppeldeutigen Namen hat, nämlich The Boring Company. Und der Prollo, der ist ja unser Amerikaner. Was heißt denn The Boring Company? Das scheint mir im Bereich des Bohrgewerbes angesiedelt zu sein. Ich bin schon ganz beschwipst von deinem alkoholfreien Bier hier. Ja, ist ein kleiner Trick hier von mir, um heimlich doch Bier trinken zu können. Aber du hast vollkommen recht, das heißt, für die, die im Englisch nur bis zur 7. Klasse aufgepasst haben, die langweilige Firma, aber es heißt auch gleichzeitig die Bohrfirma. Und mit dieser Bohrfirma, die hat er vor ein paar Jahren gegründet, weil er in L.A. im Stau stand und das tierisch kacke fand, da im Stau zu stehen. Und hat er diese Bohrfirma gegründet, um Tunnel zu graben mit so einer Hochgeschwindigkeitstrasse dann drin. Und ach, jetzt diese Vakuumtunnel oder so, was? Ja, so ähnlich. So wie, also im Endeffekt wie so Rohrpost, muss man sich das vorstellen. So unter Städten will er Tunnel bauen, Hochgeschwindigkeitstunnel mit so einer ganz tollen Bohrtechnik, die er da auch hat. Und jetzt ist er auf die Stadt Miami zugegangen und hat gesagt, Leute, ich baue euch in Miami so einen Tunnel dahin. Und der Bürgermeister von Miami ist auch völlig begeistert. Und hat gesagt, wir wären gerne die Prototypstadt für das Projekt. Es gibt zwar laut CBS, das ist hier ein amerikanischer Nachrichtensender, schon Zweifel an der Durchführbarkeit der Untertunnelung. Unter anderem, weil Miami nur ein paar Meter über Meeresspiegel liegt. Und auch sonst ein paar Schwierigkeiten, Sumpf und so weiter da bestehen. Aber das Projekt sei generell machbar. Und der Elon Musk hat auch getwittert, wenn die das in Miami wollen, dann machen wir das. Der ist also auch Feuer und Flamme. Und wie sieht das jetzt aus? Die haben genau Hyperloop-Technologie. Damit wollen sie diese Verkehrsprobleme in Metropolen lösen. Und zwar, indem sie so eine Trasse da reinbauen mit elektromagnetischem Antrieb. Also Magnetschwebebahn könnte man meinen. Aber da sind keine Fahrzeuge drin, sondern Kapseln. Kapseln, in denen Leute sich dann reinsetzen und tatsächlich
wie mit einer Rohrpost halt von Ziel A nach Ziel B geschossen werden. In der Röhre. So zack, bumm, hier bring mich, was weiß ich, nach Köln-Nippes. Dann flitschst du dann da mit 250 Stundenkilometern. Das ist der momentane Ausbauplan hin. Und soll mal später 480 Stundenkilometer schnell werden. Also ich finde das voll geil. Also das muss man dem Elon Musk erlassen. Der hat schon irgendwie coole, visionäre Projekte immer und macht das dann auch einfach, weil er offensichtlich Geld ohne Ende hat. Aber würdet ihr euch in so eine Kapsel da reinsetzen und dann, was weiß ich, von hier nach Köln schießen lassen? Nicht als Erster. Ja. Also, ich glaube, du bist gar nicht der, wärst gar nicht der Erste. Ich habe jetzt schon vor einigen Wochen von einem im Fernsehen von einer Teststrecke gehört. Da war es jetzt nicht besonders schnell, weil die Teststrecke zu kurz war. Aber das ist halt so ein Vakuum-Ding. Deshalb hast du da eben den Luftwiderstand nicht. Deshalb kann das Ding auch so schnell sein. Mhm. Und also klar, warum, wenn das getestet ist und zugelassen wird, warum soll man das nicht machen? Ich kann mir schon vorstellen, wenn du in einer halben Stunde von Berlin nach Paris kommst, dann machst du das. Das ist doch cool. Halbe Stunde. Ja, ich meine, Man setzt sich ja genau genommen auch in eine, von mir aus, 100 Meter lange Blechzigarre und fliegt über den Atlantik. Also ich meine, das ist ja auch irgendwie... Und das kam den Leuten damals wahrscheinlich auch so ja, vor, ne? Ja, vor 100 Jahren die Leute angesprochen hätte, das hätte vielleicht auch der eine oder andere gesagt, naja, nicht als Erstes, aber... ist ja auch besser so. Ja. Aber ich wollte nochmal fragen, Ben, weil ich in Erinnerung hatte, dass es noch schneller sogar gehen kann als diese 400 etwas kmh, dass das auch richtig, also dem Fliegen auch von der Geschwindigkeit her Konkurrenz machen kann. Also ich habe jetzt diesen Artikel in einem Qualitätsblatt Bildzeitung gefunden und da haben die so einen kleinen Kasten über die Boring Company. Und, wahrscheinlich, weil der geneigte Bild-Zeitungsleser Zahlen über 500 nicht mehr verarbeiten kann. Ja, aber sie zitieren Wo habe ich das jetzt laut gesagt? Na, ich stehe dazu. Sie zitieren Elon Musk und der sagt, dass 250 Stundenkilometer erreicht werden können und in Zukunft aber auch schneller 480 sei geplant. Und um nochmal zu dem zu kommen, ich finde das halt geil, ne? Der ist 2016 in Los Angeles unterwegs, steht im Stau, ist voll am Sicken und dann twittert der... Ist auch so ein Twitter-Typ halt, dann twittert der 2016, der Verkehr macht mich rasend, ich werde eine Tunnelbohrfirma gründen und mit dem Graben beginnen. Und das macht er dann halt auch, dann gründet er diese Boring Company und jetzt 5 Jahre später gräbt er dann halt da in Miami vielleicht so einen Tunnel unter die Stadt. Wobei ich das tatsächlich auch schon mal im Zusammenhang gehört habe mit im Transportbereich. Also jetzt weniger Menschen befördern, sondern tatsächlich Waren transportieren. Das ist auch... Also da gibt es ein Projekt in der Schweiz. Ja, und nicht nur in der Schweiz, sondern ich habe das mal gelesen, dass das hier in Bergisch Gladbach irgendwie auch mal angedacht worden ist, dass da was, bei der Heidi Klum. Ja, genau, Heidi Klum anbohren. Also ich muss sagen, so rein logistisch ist da der Trend vielleicht eher in Richtung Flugtaxi, ja, das Flugtaxi, das ja demnächst Bayern unsicher macht. Flugtaxi sagt mir gar nichts. Nee. Das, ja, diese Dauerüberlegung, dass man ja die Leute auch per Flugtaxi hier befördern könne. Die Verkehrsstaus. Also drohnenmäßige Geschichten. Mhm. So eine Lastendrohne, gut, vielleicht jetzt nicht über der Einkaufsstraße, ja. Mhm. Warum nicht? Da brauchst du halt keinen Tunnel für und diesen ganzen Vakuumgetöns. Ja, hast halt, sicherlich hat immer so seine Vor- und Nachteile irgendwie. Also ich meine auch wenn jetzt immer gedacht wird, dass der Himmel ja quasi offen wäre und frei und da viel Platz ist, wenn da jetzt tausende Amazon-Drohnen oder wer auch immer da jeden Tag durch die Gärten fliegen, dann ist es irgendwann auch irgendwie schwierig. Mhm. Dann wäre es jetzt vielleicht auch interessant. Im Hinterhof? Weiß ich nicht. Also, ist ja unter dir. Ist ja drunter. Also insofern. Stell dir mal vor, du hast ja direkt im Keller die Einstiegsluke. Mit Vakuum. Ja, wenn das Ding ein Loch hat, dann ist deine Eimerküche aber da drin. Aber spannend wird das. Also auch jetzt hier mit den Drohnen, wo du das sagst, Beef. Also wenn man sich das vorstellt, jetzt bei wie viel Zustellungen im Moment hier über die Paketfirmen kommen, wenn dann wirklich fünf, sechs Mal am Tag so eine Drohne durch deinen Garten jagt, weil sie vielleicht zum Nachbarn will oder was weiß ich was, ist auch irgendwie eine andere Welt. Ja. Ich finde es eine Horrorvorstellung. Also ich finde es nicht so schlimm, wie wenn der Postmann erstmal alle Klingeln bedient, um zu gucken, wer ihm aufmacht. Habe ich euch das erzählt mit dem Postmann, der mir die Post in den Flur geschmissen hat? Nee. Letztens, da habe ich mich vom Glauben abgefallen. Das war noch vor Weihnachten. Der muss einen richtig schlechten Tag gehabt. Ich hatte die Haustür aufstehen
Und dann sehe ich, da kommt nicht der, der sonst immer kommt bei uns, sondern irgendwie so ein Aushilfs-Post-Sheriff kommt, geht so an die Haustür ran und hat so einen ganzen Stapel Briefe, der da ankam, einfach so in die offene Tür reingeschmissen, in den Flur. So wie in Amerika. Waren es dann wenigstens deine Briefe? Ja, für meinen Vater halt. Ne? Ah, okay. Der kriegt ja immer noch Post, aber ich bin dann da, ich stand da direkt daneben und sehe nur die Briefe, den hat der jetzt nicht gemacht. Ne? Nehm die Briefe mal so, geht's noch, Alter? Und hab den da irgendwie so ein bisschen angeprollt. Und dann bin ich auch die ganze Zeit da stehen geblieben, wie so ein penetranter Opa. Und der musste dann noch die weiteren Briefe, und dann musste der aber bei mir wieder am Haus vorbei. Und da hat er mich keines Blickes gewürdigt. Und ich habe ihn dann auch nicht nochmal doof angemacht, aber ich habe da die ganze Zeit gestarrt und gesagt, das gibt's ja gar nicht so. Aber nächstes Mal verschwinden deine Briefe im Postverteilzentrum. Ich finde es, Ben, super witzig, dass du das jetzt gerade ansprichst. Ich habe hier einen Artikel mit, den wollte ich eigentlich gar nicht bringen, deswegen mache ich es jetzt nur ganz kurz, schiebe ich es rein. Weil genau das Thema, kuriose Zustellungen verärgern Online-Käufer. Nach einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom ärgerten sich zuletzt 78% der Online-Käufer über verspätete Lieferungen oder auch wie das zugestellt wurde. Zum Beispiel Pakete auf den Balkon oder ins Gemüsebeet geworfen oder sogar in der Mülltonne deponiert. Also da ist wohl einiges los bei dem Thema. Das ist aber ja schon letztendlich die Vorstufe für die Art und Weise, wie die Drohnen dann die Pakete fallen lassen. Also wenn sie bei dir im Vorgarten schweben. Ja. Weil ich sag mal so, da wird ja der Postzusteller nicht dranhängen, der es dir dann gibt oder in den Hausflur schmeißt, sondern es wird dann eher dann auch sein, dass diese Drohne das irgendwo mehr oder weniger sanft ablegt und dann hat sich's irgendwie. Ne? Also das heißt, jeder müsste von uns dann irgendwie auch noch eine Drohnenpost-Landestation irgendwie oder sowas in den Garten. Ja, oder so ein Briefkasten auf dem Dach, wo du das dann reinplumpsen lassen kann und damit der dann, die können ja nicht so auf Kopfhöhe da durch die Gegend fliegen, die Dinger. Das heißt, wahrscheinlich muss man irgendwie oben den Briefkasten aufs Dach bringen. Ja. Naja, das finde ich irgendwie schwierig, dann auch die Sachen vom Dach jedes Mal zu holen. Briefkasten aufs Dach. Mensch, Ben, das... Durch den Kamin vielleicht. Das ist dann so wie das ganze Jahr Weihnachten. Ja, wie so ein Trichter. Du baust dann... Ja, Santa Claus ist Kamin. Häuser Kamine und dann die neuen Häuser, die haben dann so Trichter und dann wird das da einfach reingeworfen. Ja. Da musst du nur natürlich aufpassen, bevor du die Spülmaschine bestellst, dass der auch groß genug ist. Ist auch weiße Ware da durchpasst. So, und aber, ich meine, ganz im Ernst, wie soll das denn sonst funktionieren? Die können doch nicht hier hunderte Drohnen auf Kopfhöhe durch die Gegend fliegen lassen. Ja, ein bisschen höher können die doch fliegen, oder? Ja, aber die können sie auch nicht aus 5 Metern runterfallen. Die müssen ja irgendwann runterkommen. Irgendwo muss er ja da... Die können doch sanft hinabschweben. Die legen sie dann auf Balkone und überall legen die das dann auf. Na, du kriegst so eine Gummimatte mit einem Chip drin und dann kannst du die da auslegen im Garten, wo du es gerne hättest. Dumm natürlich, wenn der Wind die zum Nachbarn weht und dann auf den Wintergarten drauf. Genau, du legst sie dann beim Nachbarn ins Blumenbeet und die Drohne sämst ihm da seine Rosen ab. Und sagt, Amazon. Ja, also, ganz schlimm. Was der Jeff alles macht. Ja. 50 Kilo Blumenerde. Ja, aber das würde mich tatsächlich mal jetzt bei allem Flachs wirklich mal interessieren. Also wie sowas dann, also wie es dann weitergedacht wird. Also irgendwie ein Weg müsste es ja gehen. Also wenn jetzt irgendjemand Vorgarten hat, kann man ja vielleicht noch wie eben skizziert eine Lösung finden im Sinne von irgendeine kleine Landeplattform oder Landeplateau oder sonst irgendwas. Ja. Vielleicht gibt es auch so eine Art Quartierskiste, also das quasi in jedem Stadtteil dann, dass man dann doch wieder hinlaufen muss, weil die Drohne es halt nur bis zu diesem Drohnenlandeplatz bringt oder sonst irgendwie. Ich glaube, so wird es sein. Es gibt ja jetzt schon diese Poststation, Paketstation und dann wird das wahrscheinlich dafür genutzt. Das kostet ja die DHL-Leute auch viel Zeit, das immer da alles reinzuschmeißen. Dann bauen die sich halt oben da so einen Trichter oder irgendwas und die Drohne plupp, 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 die schmeißt das dann immer da rein und dann läuft das durch irgendwelche Scanner durch und verteilt sich dann in irgendein Fach und die Leute müssen sich das abholen. Das kriegen die doch sonst nie hin, diese ganzen individuellen Wohnsituationen abzubilden. Naja, eben wollte ich sagen, also auch bei einem Mehrfamilienhaus oder sonst, wie soll das funktionieren? Also irgendwie... Da in Bremen, da in einem 7 Quadratmeter-Haus. Liefer da mal eine Spülmaschine. Ja. Tja, dann vielleicht doch lieber mit der Röhre in die Nachbarstadt. Aber lustig wäre es, vielleicht sollte man dem Finn Kliman oder wie der heißt, mal so weiße Waren bestellen, einfach nur in sein Haus. Die Adresse dürfte ja bekannt sein. Oder ein Peniskäfig. Ja, dann hat er auch was zu tun. Genau. So eine Art Escape Room, nur eben als Peniskäfig. So würde ich übrigens meinen Peniskäfig nennen. Escape Room, ich, das sowas. Ist traumhaft, das ist eine schöne Idee. Ja. Hat eigentlich noch jemand irgendwie ein zweites Getränk? Ja,
ich hätte noch was anzubieten. Das wäre jetzt aber auch mit Alkohol, mein lieber Ben. Mhm. Deswegen kannst du es hier mit ins Homeoffice nehmen. Genau, das ist jetzt hier. Ich habe einen Geißbock drauf. Was? Der ist so richtig. Der Mann, der ist jetzt eine hervorragende Verstärkung für unseren Podcast. An dem haben wir qualitativ hochwertige Ware hier. Ist es ein Geißbock? Ja, ich glaube ja. Das ist so eine Bergziege. Genau, du kannst ja währenddessen schon mal vorlesen, was draufsteht. Ja. Zelebrator. Darf ich schon mal mein Lehrgut hier zurückgeben? Ja. Das sieht ja großartig aus. Das sieht toll aus. Ich würde es geöffnet nehmen, oder du müsstest mir deinen Schlüsselbund noch rüberschmeißen. Was für ein Etikett, Mann. Hammer. Ich muss aber gestehen, ich habe es auch nur wegen des Etiketts und wegen des anhängenden Tieres gekauft. Weil, sag ruhig Geißbock. Also weil, man kann jetzt hier wieder sagen, Geißbock, nachdem sie ja nur Schalke 2-1 geputzt haben. Hab's. Ja, souverän so und verdient souverän, gewonnen. Ja, ja. Sagen, also, aber das Etikett ist echt klasse. Ein Bierglas wirklich? Voll mit Schaumkrone, also gemalt, nicht geknipst. Und rechts und links jeweils der Hennes, der da an dem Glas, also auf den Hinterhufen, an dem Glas irgendwie, wahrscheinlich will er ein, der will auch was ab. Also ich will nichts sagen, aber der Geißbock ist eher ein Witter aus meiner Sicht. Ach komm. Jetzt ja hier kein, ehrlich? Bin ja kein Zoologe, aber. Spielverderber. Was? Witter Bremen. Ja, das ist sowas. Dunkles, kommt aus der anderen Richtung. Es kommt ja eher aus dem Bayerischen. Dunkles bayerisches Starkbier. Das hat also ordentlich Umdrehung, ja? Oh, ja, naja, 6,7. Dann mit dem 0,0 zusammen sind es dann ungefähr 3,5 im Schnitt. Also insofern ist dann auch wieder nur ein Radler. Also wunderschöne Bierflasche. Ja, ich sehe hier direkt für den Ben hier das Warnlabel. Achten Sie. Hüten Sie sich vor Frauen mit Bier in der Hand. Hm. Ja. Aber interessant, das ist eine Privatbrauerei 1878 Eyinger, aber sie haben Deutsch, die Zutaten auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und dann wird es für mich sehr schwierig, Holländisch, Ingredienten, Water, Gerstemut, Hopp. Also das Einzige, was langweilig ist an der Flasche, aber vielleicht so langweilig ist, dass es schon wieder doch interessant ist, dieser weiße Deckel, der irritiert mich irgendwie. Das ja, aber das haben die Privatbrauereien oft, weil das einfach am günstigsten ist, einfach so einen neutralen da drauf zu drucken. Also ich glaube auch, die helfen jetzt schon auch mit, dass das deutsche Bier quasi auf dem vierten Platz ist da bei den Exporten. Tja, in welcher Sprache heißt Bier denn Öl? Na, Schwedisch. Schwedisch. Ja, wollen wir dann anstoßen, Marat? Ja. Prost. Skol. Ja. Skol. Ja, ich mache mir, glaube ich, noch so ein Schwangerschaftsbier auf. Ja, aber das, sehr gerne. Du hattest ja gesagt, ich darf das mitnehmen. Ich bitte darum, ja, das kannst du dann. Da kannst nach du dem Leffe von letzter Woche, ich werde ja richtig, also nächsten Sonntag fällt der Hammer hier alles bei nachholen. Mir. Dann würde ich mir richtig die Kante geben. Ah, das ist ja wie ein flüssiges Malzbonbon, köstlich. Ja, das ist was Süßer, ne? Süß? Echt? Mhm. Ja, so Starkbier halt, das ist schon so in die Richtung. Dankeschön. So, dann Geißbock. Müssen wir, glaube ich, aber auch noch mal ein bisschen was für unsere Hörer hier erzählen. Also ich hätte noch so einen kleinen Übergang jetzt mit diesem Bayerischen. Dann könnte ich ja mal weitermachen. Auch wieder Corona-bedingt. Und das würde ich tatsächlich mal in die Diskussion. Also hier geht es um einen Bartträger, der irgendwie auch so ein ostbayerischer Bart- und Schnauzer-Club da der amtierende Präsident ist und ist halt ein Bartträger mit so einem, also jetzt nicht nur so eine klassische Rotzbremse oder sowas oder so eine Schenkelbürste, sondern der hat richtig Bart in alle Richtungen. Und genau. Und da ist jetzt sehr oft wohl die Diskussion, dass er durch diese jetzt auch Pflicht zur FFP2-Maske bei Einkauf und im ÖPNV und so weiter und so fort, dass das halt schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Und das ist ja tatsächlich eine Diskussion, die geführt wird. Was soll da geschehen? Bart ab oder wie geht man dann vor? Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Der gute Mann hier sagt natürlich, der Bart gehört zu meiner Persönlichkeit und sagt, er wird im Prinzip den Bart im Leben nicht abrasieren lassen. Also es sei denn, das zitiert er auch, wenn irgendeine lebensnotwendige Operation am Hals wäre, dann würde der Bart fallen, aber bei allen anderen also sonst nicht. Und ja, kann man ja dafür sorgen, ne? Wenn er einfach weiter nicht die Maske kriegt. Vielleicht kann er sich ja irgendwie einen Schnorchel nehmen und dann Industriefilter dran machen oder so. Ja, ich weiß es nicht. Also jetzt da mit so einem riesen Lappen irgendwie im Gesicht rumzulaufen, ist irgendwie auch schwierig. Also deswegen wäre die spannende Frage, wie man da vorgeht. Das ist ein Spiegelartikel, also ein Interview mit dem guten Mann, die finden jetzt auch keine Lösung. Also er sagt halt, dass
weil das Argument kommt natürlich hier im Spiegel auch, aber das Corona-Risiko wäre doch ein gesundheitlicher Grund, aber und dann so weiter und so fort, geht er dann auf die anderen Leute ein, die dann eventuell auch keine FFP2-Maske. Was ist, also sagt, das passt einfach nicht da drunter? Oder ich meine, weil es ist, gesagt, wenn er denn zu undicht auch. Das so nee, es ist nicht dicht. Also es ist tatsächlich nicht dicht. Also, besser als nichts. Ja, ne? Es ist aber tatsächlich nicht dicht. Also es betrifft jetzt nicht nur ihn mit einem sehr, wie soll ich sagen, extrovertierten Bart, sondern auch viele Bartträger, dass also dadurch die eigentliche Dichtigkeit der FFP2-Maske tatsächlich deutlich reduziert wird. Auch wenn du jetzt so nur so ein 5-Tages-Gekrause da im Gesicht hast oder sonst irgendwas. Also auch das ist schon tatsächlich, weil dann die FFP2-Maske nicht auf der Haut aufliegt. Und dann wäre jetzt so ein bisschen die spannende Frage weitergedacht, jetzt ganz unabhängig jetzt hier von dem guten Herrn mit seiner Barttracht, gibt es jetzt auch noch die Pflicht zum täglichen Rasieren? Nee, aber ich habe eine Lösung für den. Wir waren ja eben in Mexiko, ganz kurz bei dem Bier. In Mexiko gibt es doch immer diese Wrestler, die so komplett Masken über dem Kopf auch haben. Auch eine schöne Idee, ja. Und dann soll er sich einfach so ein Teil. Ich meine da aber mich zu erinnern, dass die Nase schon rausguckt. Also, und das ist ja, ja, das kann man ja, da kann man ja dann über dann diese Maske die FFP2-Maske. Die gibt es vielleicht auch im gleichen Shop, wie es die, wo es die Peniskäfige gibt. Vielleicht gibt es die Darth Vader-Maske auch mit FFP2-Aufsatz. Vielleicht, oder so. Vielleicht also, beides auch im Bundle. Dieses also, Rumgejammere von diesem Hipster-Typen, das sieht mir schon wieder auf den Sack. Ja, der muss einfach mal ein bisschen. Nee, der ist aus Bayern, das ist kein Hipster. Ich muss ich hab ein Bart, ich kann das nicht machen. Ich finde, das ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt die Maske zum Rauchen abnehme. Ja, da muss man sich auch mal mit seinen persönlichen, individuellen Problemen ein bisschen zurücknehmen. Ja, oder zum Essen oder übergeben. Also das sind ja alles so Sachen, wo ich die Maske abnehme. Ich muss jetzt auch noch mal ein bisschen klug scheißen, ehrlich gesagt. Das noch mal hier ergänzend zu der Bartproblematik. Das ist ja jetzt mit der FFP2-Pflichtdiskussion reingekommen, das mit den Bärten und mit dem Rasieren. Und das Problem ist wohl, dass die FFP2-Maske so viel dichter ist, dass in dem Moment, wo Lücken sind, sich die Luft sozusagen die Löcher viel mehr sucht als bei einer stinknormalen Alltagsmaske, die viel durchlässiger ist. Also es gibt sogar Experten, die sagen, bevor ich eine FFP2-Maske mit Lücken trage, ist es sicherer, eine Alltagsmaske zu tragen, weil eben bei der FFP2-Maske, wenn da Lücken sind, dann geht eben nichts durch die Maske, sondern nur durch die Lücken. Verstanden? Ja. Aber ja, gut. Okay, wenn jetzt eine normale Maske liegt, die müsste dann aber auch aufliegen. Also ich meine, wenn die an der Seite auch offen ist, dann ist doch der ja, aber da geht trotzdem mehr, weil die durchlässiger ist, geht mehr durch. Und dann sagte ein Experte besser, dass ein größerer Teil durchgeht. Da bleibt in der Alltagsmaske immerhin ein bisschen was hängen, als dass alles am Rand durchgeht. Tja, was macht jetzt der gemeine Bartträger? Bart ab oder halt Ganzkörpermaske oder Analatmung üben. Also das, ja. Das dann hat er auf jeden Fall die Abstandsregeln. Ja, die meisten können ja zumindest mal ausatmen hinten. Aber nee, also tatsächlich, das ist gar nicht so banal irgendwie. Ne? Also ich, oder wird jetzt dann sofort auch, wird man nervös, wenn man in die Straßenbahn einsteigt und da ist ein Bartträger mit einer FFP2-Maske. Also halte ich die intuitiv Abstand? Ja, vor allem, was du nicht weißt, oder ich weiß nicht, ob du es gehört hast, in unserer allerersten Folge habe ich einen Artikel hier zum Besten gegeben, dass in diesen wuschigen, buschigen Hipsterbärten mehr Bakterien leben als auf Klobrillen. Das haben irgendwelche Forscher rausgefunden. Und selbst ein Hundefell ist oft gesünder oder reinlicher als ein Hipsterbart. Also insofern schreie ich nochmal nach dieser mexikanischen Ganzkörpermaske, weil nicht nur das, was durch den Mund da rauskommt, sondern auch was aus dem Pelz rausspringt, könnte vielleicht gefährlich sein. Ja, das ist natürlich wirklich ein Problem. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass der Sammer da mal von Eulen gesprochen hat, die dann im Bad gefunden wurden. Ja. War das ein nicht Panda, so? Ein Panda doch irgendwo in Australien. Nee, Koala. Mitten im Vollbad. Ich kenne jetzt immer nur so Reste von gestern, aber vom Essen, aber egal. Naja, also wie gesagt, das nur so am Rande. Also auch da finden wir jetzt keine, glaube ich, allgemeingültige Lösung, die für alle irgendwie sinnvoll wäre, aber... Ja, aber das ist doch wie das normale Leben. Immer da, wo irgendwie sich Dinge anpassen müssen, gibt es auch immer Herausforderungen, wo das halt nicht 1:1 passt. So eine FFP2-Maske passt vielleicht dann für 95% der Leute, für 5 eben nicht. Und da muss man dann irgendwie flexible Regelungen finden oder Lösungen finden. Ich schimpfe immer so über die Bartträger. Ich mag das ja eigentlich gerne und soll jeder machen, was er will.
Und ich würde auch nicht verlangen, dass sie sich den Bart abrasieren müssen. Nur das, weil du eben danach fragtest. Also ja, wegen aber, mir jetzt nicht. Aber so Schläuche kann man schon verlangen, dass sie dann stattdessen irgendwie vielleicht sich so Schläuche in die Nase legen lassen. Ich bleibe bei meiner Schnorcheltheorie. Da kann man doch was bauen. Ja. Dann hat der Schnorchel eine Maske auf, oder was? Genau. Ah. Ja. So sieht's aus. Tja. Oder einfach viel Abstand. Und ja, wie sich die Welt doch ändert, ja. Jetzt fährt man dann sicherheitshalber lieber mit dem Auto in die Innenstadt, was ja vor einem Jahr noch ganz böse war. Ja. Der ÖPNV. Apropos Innenstadt, Prollo, du hast eine gewisse Affinität zu Bochum. Und weil hier auch einige unserer Hörer irgendwie und Hörerinnen eine Affinität zu Bochum haben, nehme ich das jetzt wieder als wunderbare Steilvorlage, um über Bochums bislang teuersten Parkverstoß kurz noch zu berichten. Nämlich ein LKW-Fahrer hat in Bochum im Ruhrgebiet seinen Lastwagen auf dem Radweg abgestellt. Kostet in Bochum wie in den meisten anderen Städten 20 Euro. Und dann kam die Polizei und hat den 57-Jährigen eben daraufhin, also ich weiß nicht, warum direkt die Polizei das war, aber die wurden da jedenfalls gerufen, 20 Euro Bußgeld, der hat sich tierisch aufgeregt und rumgeschimpft. Und dann hat sich das allerdings im weiteren Verlauf auf 14.220 Euro aufsummiert. Wieso? Weil der schimpfte halt da die ganze Zeit vor sich hin und es sind die Polizisten einfach mal hingegangen, haben den Fahrtenschreiber von dem ausgelesen und haben festgestellt, dass der Typ, der kam so aus dem Raum Nürnberg, eine unglaublich lange Liste an Verkehrsverstößen, Geschwindigkeitsüberschreitung, Überschreitung der Fahrzeit und so weiter, über 200 Verkehrsverstöße in 3 Monaten auf diesem Fahrtenschreiber registriert hatte. Und da der eh so ein Arsch war, wohl irgendwie in der direkten Auseinandersetzung, haben sie ihm dann insgesamt eben 14.220 Euro in Rechnung gestellt. Das vermutlich nicht nur in Bochum teuerste Bußgeld fürs Falschparken. Aber die 20 Euro am Ende waren dann schon das Falschparken. Ja. Ich denke mal, die 20 Euro waren das Falschparken. Das hast du sehr scharfsinnig. Aber es gibt Leute, die den Grundsatz einfach mal die Fresse halten nicht kennen. Ja. Hätte der nie gezahlt, hätten die wahrscheinlich niemals da sie ja, jetzt eben kontrolliert. Ne? Also. Aber er hätte es auch nicht in die Zeitung geschafft. Stimmt, und nicht in diesem Bus. Ja, ja. Also das denke ich, ist ja mindestens 14.400 Euro wert. Ja, also ich wollte gerade sagen, da ist er noch günstig weggekommen. Ja. Oh, Mensch, toll. Wenn er jetzt seinen Namen hätte, was der eine Werbung damit gemacht hätte. Ja, nur wofür ist die Frage? Nur Import-Export. Tja, ja. Sie sagen leider nicht, wo es ist. Angeblich ist das in Bochum ein beliebter Falschparker-Hotspot, wo das passiert ist. Das hätte der Prollo dann vielleicht gekannt, aber ich weiß es nicht, steht hier nicht. Wobei einem das wirklich, also ich bin ja auch viel mit dem Fahrrad unterwegs, es geht einem wirklich auf die Nüsse, wenn dann einer mitten auf dem Radweg irgendwie parkt mit dem Auto und sowas. Das ist wirklich ätzend, also weil du dann quasi, also man kann sich ja als Autofahrer vielleicht so vorstellen, es stellt sich einfach einer quer auf der Autobahn. Ja. Das ist halt schon nervig. Ich finde es auch nervig, weil du musst beim Aussteigen, du kommst quasi nicht raus, weil die ganzen Fahrradfahrer immer um dich rumkommen. Ständig oder dir in die Tür klatschen und die Sauerei dann im Innenfutter. Das ist auch so, da kann ich völlig nachvollziehen. Ja. Aber ich mache die Tür immer schnell und beherzt auf, weil ich mir denke, komm, dann ist die Gefahr geringer, dass einer drin hängen bleibt. Also ich dachte, jetzt bewusst auch deswegen die Türen, die nach vorne wegklappen, dass die nach vorne öffnen quasi. Das ist die so ein bisschen abperlen. Wir haben extra Schiebetüren, da kannst du erstmal irgendwie so eine Stange oder sowas raushalten und gucken, was passiert. Oder so. Ja, wir hatten früher auch mal eine Schiebetür. Dummerweise ist der Wagen dann losgefahren, bevor die zu war. Irgendwann lag die Tür auf der Straße. Ups. Das war leider auch nicht so toll. Ja. So, mein lieber Sammer, wir haben die letzten Male ziemlich überzogen. Jetzt haben wir knapp eine Stunde gequatscht hier. Ich habe einen wunderbaren Quickie, wenn du darauf hinaus willst. Ja, Das ist für mich alles 14 Tage das Highlight, wenn ich hier meinen Quickie kriege. Ja, dafür müsst ihr allerdings diesmal euren Kalender gerade mal checken. Habt ihr am 25. Februar schon was vor? Termine. 15. Februar ist Rosenmontag. Das ist der Tag des Pinguins. Der Tag des Pinguins? Habe ich heute gelesen, das ist der Welttag des Pinguins, der 25. Nee, Quatsch, 25. April. Ich nehme alles zurück. Okay, also ich wollte schon sagen. Nein, es ist nämlich so, eine von dem indischen Premier Narendra Modi eingesetzte
Behörde, die für den Schutz der dort als heilig verehrten Kühe zuständig ist, hat zu einer wissenschaftlichen Prüfung eingeladen. Und die findet einstündig, ist es wohl eine einstündige Online-Prüfung, die findet statt am 25. Februar und auch Ausländer können teilnehmen, heißt es auf der Internetseite dafür. Und weil, Ben, du ja auch, als wir das schon mal hatten, das Thema Indien und Kühe, du auch gesagt hast, dass du darauf bestehst, dass du mal auch gern zum Beispiel Kuhurin mal trinken würdest, um irgendwie die heilenden Kräfte zu testen, dachte ich, ich bringe das mal rein und stelle euch mal hier ganz kurz nur so einen Ausschnitt aus dem Lehrmaterial vor. Denn laut den örtlichen Medien ist es zum Beispiel so, dass das Töten von, also das steht in dem Lehrmaterial, dass das Töten von Kühen Erdbeben verursache und dass Milch von indischen Kühen Spuren von Gold enthält. Und das irgendwie, ich habe den Artikel tatsächlich auch in meiner Auswahl gehabt, weil ich ja als Ben Cartwright und Großrinderzüchter da auch einen Ruf zu verlieren habe. Und da steht, glaube ich, auch drin, dass wenn du irgendwie Kuhfladen an deine Wand schmierst, dann schützt das auch vor irgendwas. Ja, richtig, genau. Vor Besuch. Menschen, die in Häusern mit von Kuhfladen bedeckten Wänden leben, die seien 1984 von einem schlimmen Gasaustritt verschont geblieben. Also das sind natürlich alles Belege, also auch wirklich handfeste Beweise. Also insofern fände ich es schon toll, wenn einer von euch oder ihr alle daran teilnehmen würdet. Es gibt auch ein Incentive dafür, einen Anreiz. Für die erfolgreichen Prüfungsteilnehmer gäbe es einen attraktiven Geldbetrag, sagte ein Behördensprecher. Gutschein für's nicht. Was kostet denn die Prüfungsgebühr? Ja, die steht hier in der DPA-Meldung leider nicht drin. Aber das sollten wir echt machen. Können wir das als Kollektiv machen? Nochmal zum Verstehen. Was ist der Teil der Prüfung oder was sind die Inhalte? Ich muss wissen, dass in indischen Milch irgendwie Gold drin ist oder was? Ja, es geht darum, dass du, das schreiben sie hier auch, das Ministerium für Tierhaltung wird zitiert. Dies wird also diese Prüfung oder diese Fortbildung, kann man es vielleicht auch nennen, dies wird alle Inder neugierig über Kühe machen und über noch nicht erschlossene Potenziale und Geschäftsmöglichkeiten informieren. Und das war jetzt nur ein Ausschnitt, was ich eben vorgetragen habe, was du da alles lernen kannst. Wer weiß, was da noch ist. Du musst das Wissen ja noch nicht mitbringen, Beef. Das hat er aber Beef. Du bist ja eigentlich der Mann. Ich überlege gerade. Aber nicht so in Indien. Ja, Maredo hat jetzt natürlich auch einen Konkurs angemeldet. Ist ja irgendwie auch doof. Aber sag mal, ich glaube, da stand doch auch irgendwie, hat ja nicht nur so einen völlig quatschigen Hintergrund, sondern das ist ja, die Kuh ist heilig, ne? Klar, ja. bei den Hindus und dass aber, weil sie heilig ist, die Milchkühe quasi so lange behalten werden, wie sie dann Milch geben, dann kannst du die halt nicht zu Beef verarbeiten, sondern die müssen die dann eigentlich leben lassen auf so einem Gnadenhof. Und das macht keiner, deswegen werden die wohl ganz viel ausgesetzt und rennen dann da richtig, so durch die Gegend, genau. Und verenden dann halt recht elend. Und ich glaube, das wollen auch quasi der Kuh, so der ausgesetzten Kuh da so eine gewisse Lobby geben. Ja, eine Lobby der ausgesetzten Kuh, und die Kuh wird wohl auch, ich meine, ich bin jetzt kein Experte der indischen Innenpolitik, aber die wird wohl einfach politisiert auch im Moment. Es wird so ein bisschen vielleicht auch so ein Kult um sie betrieben. Ein Kult, genau. QAnon. Und QAnon. Das hat natürlich wahrscheinlich irgendwelche politischen Ziele, das Ganze. Aber wenn dabei dann herauskommt, dass der Beef hier noch so ein paar Erkenntnisse, die seinem Namen alle Ehre machen, lernen kann, dann ist das doch eine tolle Sache. Ich frage mich nur, was das Ministerium sagt, wenn sich den Typ namens Beef Rogers anhält. Ja, also mit deinem Künstlernamen würde ich auf jeden Fall nicht nach Indien reisen. Ja, dann werde man drüber nachdenken. So einen Personalausweis wieder rausnehmen. Ich suche euch mal den Link raus für die Fortbildung und schicke den das rum. Mal. Ja, Fortbildungsreisen gehen ja jetzt noch, ne? Also das ist ja im Moment kein Problem. Also es ist ja nur... Ja, ist ja online. Nach Schottland, ist ja online. Hast du es online noch? Du kannst es ganz gemütlich völlig aus deinem Schlachthaus rausmachen. Ja, lass uns das zumindest mal nachverfolgen. Das 25. ist ja noch ein bisschen hin, die übernächste Folge oder sowas. Ich wäre bei dem Kuhurin raus irgendwie, aber da lasse ich gern euch den Vortritt.
Ja. Man muss aber Jöde können, ne? Aber ayurvedische Heilkunst. Also ja, bestimmt. Kannst du auch gebrauchen. Ja, solange das hier in Deutschland noch nicht als Medizinprodukt anerkannt wird, ist auch der Ben dabei, das zu trinken. Also in dem Moment, wo es das in der Apotheke gibt, dann nicht mehr. Ja. Also ich bin dann in dem Moment wäre ich dann eher ein Verfechter von der homöopathischen Ansatz. Also dass das irgendwie dann doch so hoch verdünnt ist, wie im normalen Pool. Ja. Jetzt wird ja auch noch geparkt. Was ist denn das hier mit diesem Parkplatz heute? Ich glaube, wir sind jetzt hier, die Mädels sind weg. Ah, nee, der muss nur pinkeln, das ist okay. Ah. Ja, gut. So, dreh dich nach links, Mann. Die Mädels sind weg sehen. Und wir sind auch weg. Genau, wir sind auch weg, weil vielleicht auch wir pinkeln müssen. Wenn ich aus dem Peniskäfig rauskomme, dann wird das vielleicht auch noch was. Oder aber Akku ist leer. Das ist wie bei so einem Hühnerkäfig, da kannst du auch durchpinkeln. Mist, ist die App abgestürzt. Kein Netz. Genau, kein Netz. Keine Folge und wir sind raus. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.